Aber mal so, es könnte besser laufen. Aber nicht viel. Das ist eine Lüge. Es könnte besser laufen. Ich hab keine Ausdauer. Du aber jetzt auch nicht. Das bist du doch. Ui. 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 Oh oh. Nein. Keine Munition. Hab ich doch gesagt. Oh oh. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin, in seine Kabuze zu Hause auf dem Dach. Und Droni bleibt heute mal hier. Wir werden mal schnell nach Uschi rübergehen. Mit Geld kann man ja alles machen. Nee, ich möchte nämlich mal kurz rübergehen, schauen, dass wir da ein paar Sachen verkaufen. Müsste eigentlich hier ans Jut gehen und vielleicht ein oder zwei Sachen kaufen. Vielleicht finden wir ja ein oder zwei schnicke Sachen, die ich gebrauchen könnte. Meistens, ja, doch. Ich würde mal sagen, ja. Mal schmeißen wir das mal kurz hier hin. Das brauche ich ja so oder so nicht. Das auch nicht. Ich habe nämlich draußen das Beet ein bisschen bearbeitet. Sagen wir mal so. Es könnte besser laufen. Aber nicht viel. Das ist eine Lüge. Es könnte besser laufen. Ganz, ganz viel. Aber das ist ein anderes Ding. Gut, wir verkaufen jetzt erstmal die ganzen Stuff, soweit wie geht. Was sie uns eben halt abnehmen tut. Guten Täten. So, sag mal, was ist denn hier hinten? Bist du schon durch? Ja, du bist durch. Mach ich dich mal aus. Ich hatte nämlich schon wieder eine Schreimadame gehabt. Die ist schon ein bisschen penetrant. So, der Bleide braucht noch ein wenig. Aber da geht es auch durch. Das heißt, ich muss denn den Bohrer nehmen. Und auf jeden Fall mit euch heute gezwungenermaßen. Nee, was heißt gezwungen? Wir wollen ja auch rumballern. Ein wenig Nitrat und Kohle will er poolen, aber diesmal mit dem Bohrer und wie gesagt. Ihr müsst ja nicht leiden. Ich stelle das ja für euch vor. So, wie gesagt, muss ich dann durchziehen bis hinten hin? Da brauche ich ihm halt noch ein bisschen Holz, weil das soll ja alt aufs Holz werden. Muss ich das noch durchziehen und wie gesagt, die Lampen müssen oben ran. Ich bin jetzt an überlegen, ob wir das mit Solarpanel machen. Eigentlich würde das ja sich anbringen, die Batterie vollladen lassen am Tage. Dann kann der Strom durchgehend da laufen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass Solarpanel ja nicht so günstig waren. Die haben eh zwei Geld gekostet. Ich schmetze doch lieber das Geld ein. Naja, müssen wir mal schauen. So, was ist denn hier? Ist schon, nee, Post immer noch nicht. Wir kriegen einfach keine Post. So, Spiel, was ist jetzt los? Hast du wieder einen kurzen Schluck auf? Sollen wir dich mal kurz in Ruhe lassen? Gut, nein. Schauen wir mal, was... Die liebe Jen, Stufe, nee, nicht Stufe 1, Jen Nummer 1, so, da hat, tada, you ja, du, don't look so good. Ja, you might wanna get some antibiotics for that. Ja, warte mal, ich will ein paar Sachen, verkaufen und Sachen kaufen, das verlegt, nicht verkaufen und das auch nicht, muss ich dran denken, in meinen Schnellklick, ich hab doch jetzt verdammt. Ich schwöre, ich habe vorhin erst was gegessen. Und der, na gut, ich habe ja auch wieder in der Zwischenzeit eh zwei Sachen getan. Ja, gut, das sind Kleinigkeiten. Kriegt man schon hin. Gut. Ich hätte auch ein paar Sachen vorher, Zigarette und so in der Gusche stecken sollen. Aber ja, gut, auf die paar Kröten. Verkauft das einzeln extra. Echt, darauf kommt das jetzt auch nicht an. 4.000. Na, das ist ja meine Hausnummer. Schade, dass es nie so lange halten wird. So, nischt. Für uns gar nichts, weil, wie gesagt, Panzerbrechende kaufe ich nicht. Sollte ich kaufen? Toni, Stufe 2, habe ich selber. Hallo, du sollst nie das anbieten, was ich habe, sondern besser. So wird ein Schuh draus. Hier ist nichts. Oh, kein Solarpanel. Das ist ja mal ein wenig schmal. Ja, die zwei, ob ich die... Na gut, was ich habe ich, was ich kriege, weiß ich nicht, ne? Ein Einkaufswagen. Kann ich den denn rumschieben oder was oder wie? Das wäre geil, wenn das funktionieren würde. Und ihr könnt wissen, also glauben, ich würde das tun. Und so, und da die Zigarre, sollte ich eigentlich... Ne, ach, weißt du, was ich mache, das? So, den Rest kann ich mir selbst aus der Erde rauspulen. Warum sollte ich mir das kaufen?
Thanks for letting me take care of you. Ja, das macht doch And überhaupt tell your friends. Ja, ist doch gut. So. Kannst du besser handeln? Schauen wir mal. Aber sonst? Lass da stehen, brauche ich nicht. Dietrich kann ich mir selbst herstellen. Der Rest ist alt. Brauche ich nicht. Gut. This time. Gut, I've got a bit of a problem. Ja, nee, nee, das blick jetzt, nee, ist, Krankenhaus war schon schalalalala. Muss ich jetzt unten. If you do this ja, das hatte ich eben gehabt. Oh well, check back soon. Maybe we'll have something for you. Ja, nun mach doch mal ein Punkt, Mädel. I've got a bit of a problem. Aber das ist ja jetzt, The Duke is blocking all shipments until that job is done. I really wish you could help me. Erstmal munitionstechnischerweise und zweitens, ich wollte ja Abwechslung. Nur leider funktioniert das bei 7 Days nicht. Gut, siehst du, jetzt muss ich, wie gesagt, auch mitnehmen. Und wenn ich das hier mitnehmen kann, dann mache ich das. Oh, ich brauche das ja nicht bei uns vor der Haustür wegklauen. Ja, siehst du, da kriegst du schon mal wieder einen Mantel. Den kann ich dir schon mal, wollte gerade sagen, um die Ohren hauen. Die sollen ja bloß abnehmen. So, dann klauen wir uns hier mal ein bisschen Holz. Fährt doch hier ja nicht auf. Wenn da mal ein oder zwei Bäumchen fehlen, was sollen bitte? Hey, zwei Eier. Ja, das sind ja alle bloß die Billow-Bäume. Also unsere Bäume sind ja besser. Becher. Ah, hier ist ein Tausender. Das gefällt uns sehr, sehr gut. Was ist hier? Hier ist eine leere Tasche. Dusch. Das sind ja keine Zombies. Was ist denn hier los? Ey, wir machen einen großen Bogen um dich. Du machst nur Aua. Zurecht. Zurecht. Ihr habt's nicht anders verdient. So. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Ja, wie gesagt, ab und zu hier Aktion sauberer Wald. Ja, ist doch gut, Mensch, Junge. Halt doch mal ein bisschen durch. Naja, ich soll ein bisschen mehr essen. Wird irgendwann mal passieren. Aber bin ich jetzt blind oder sick? Was ist denn hier los? Ich glaube, das wird heute Regen. Die Vögel fliegen heute tief. Gut, wollte gerade sagen, hier sind ja schon wenig Nester. Wie soll ich denn die Eier zusammenkriegen? Das geht doch ja nicht. Ohne Nester geht das nicht. Und das ist nämlich auch der Grund, warum ich die nie wegmache. Dass ich dann in 20 Folgen mal wieder hier vorbeikomme und dann die nächsten Eier hüten kann. Wenn ich weghaue, dann sind sie nächstes Mal nie da. Dann kann ich sie auch nicht mehr looten. Wäre ja doof. Mir selbst ins Bein schießen. Sag ich mal so. Also langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Hier sind nur Piepsis über uns. Die geiern über uns herum. Aber Zombies? Und alle keine Lust. Da schon zwei? Ne, jetzt waren ja zwei. Überleg dir das nochmal. Ich hab eine Axt und ich weiß mich zu verteidigen. Also meistens. Wie viel Holz hab ich denn jetzt schon? 3000. Ich gehe mal davon aus, dass das so langsam reichen sollte, wa? Naja, den nehme ich noch mit. Den nehmen wir noch. Den. So. Auf ein Bein kannst du ja nicht stehen. So, dann haben wir das nicht fertig. 6 Eier, das ist ja lau. Jetzt sind es 8 Eier. Sehr lau. Oder hier, was hier fehlen tut, ist so eine Eifabrik. Also so eine Legefabrik. Wo man schön looten kann. Oder man geht einfach in Nahrungsladen drin. Ja, das könnte man auch tun. Muss man aber nicht. Weil den sollte man sich nicht beschweren. Ja, ist doch gut. Ja, irgendwie ist hier schon wieder. Also 7 Days. Macht das eh nicht einfach. Da habe ich den Schrauber mit bei. Habe ich.
das Problem ist nämlich, Villa. Ich habe dir ja gesagt, ihr habt gestern, ich hatte hier dieses dumme Problem gehabt. Was den Treiber, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, dass es sich schon ein bisschen mehr in Kram tut. Jetzt muss ich den Treiber doch wieder neu installieren. Weil nämlich, Da Vinci angefangen hat rumzuspinnen. Er wollte unbedingt den neuen Treiber. Ich weiß nicht wieso. Habe ich ein paar Sachen umgestellt, dass es so funktionieren tut. Naja, 7 Days war schon immer CPU. Hungrig. Wir mal schauen. Oh, warte mal, die Lampe auseinandernehmen. Nein. Das bringt mir ja nichts. Wir müssten mal da oben rennen. Aber das machen wir gleich. Bin ich da. Muss einfach vorbeiziehen. So, nachladen und dann Rektal. Er hat's überlebt. Und wo hat er mitgekriegt, dass wir hier sind? Der Schiebung ist der da. Hm. Aber der Eins hier. Die anderen wollen nicht. So, hier unten ist. Außer Müll? Nein, überzeugte mit Steine. Gut, jetzt wäre natürlich geil, wenn wir Droni mit bei hätten. Aber haben wir ja nicht. Ich musste ja zu Hause stehen lassen. Verdammt. Sehr, sehr gute Idee. Ja, da hinten, da ist ein Kopf. Also, Kopf. Es war ein Kopf. Kopf ist kaputt. Also, wo? Robby ist an der Tür, wa? Ja, ja. Ja, ist gut. Ah. Ta, ta, ta. Hab ich? So, wo bist du denn? Ach so. Bleib mal ganz ruhig, Junge. Weißt du, wo dein Platz ist? Du Loich. So, nee. Nicht. Er ist Sand. Bestimmt ihn hat seine Schuhe ausgeleert. Ja, nämlich auch. Ja, Papier muss ich ja mitnehmen. Irgendwann. Brauchen wir das ja? Oh, hier sind. Hier ist nicht das, was ich haben will. Aber dann kriegt man schon das, was man haben möchte, ne? Also. Ist hier eine Apotheke oder was? Oder wie? So eine Tankstelle? Bin jetzt gerade ein bisschen verwundert gewesen. Ich hab gedacht, ich bin hier im falschen Laden. Aber kann ja auch nie sein. So, eine Motorradgabel habe ich doch schon. Kannst aber verkaufen. Da gibst du ja Kohle. Na, das mag ich ja mal. So. Gut, Ölstein brauche ich jetzt nicht. Hab ich jetzt. Irgendwie. Warte mal, ich mach mal kurz clean. Gang kann ich immer gebrauchen. Oh, eigentlich. Ja, Plastikkomponenten. Böser, böser Tisch. So, hier gibt es natürlich auch bloß Komponenten. Mechanische. Ich hab doch in der Rinne gekickt. Wenn man Kassen abbauen tut, kriegt man Kohle, will er? Ey, wann ditte? Immer, Karbin. Immer. Boah, die Lampe klaue ich den oben. Klaue den jetzt alle. Wir haben es nie anders verdient. Ich werde die komplett ausräubern, die Stadt. Wenn mein Inventar das zulässt. Naja, gut. War, ich habe jetzt, wie gesagt, die Kuh. Ich habe die Jacke noch mit bei. Warum habe ich die nicht verkauft? Verdammt. Verdammt, verdammt. Gut, das Grünzeug brauche ich nicht. Bringt mir nichts. Ich muss nochmal zurück. Nur wegen der Jacke, Alter. Mann, Mann, Mann. Ja, zum Glück ist man noch nie so weit weg. Gut, dann kann ich auch gleich an Uschi ran.
mit Uschi dahin fahren. Dann haben wir gleich ein bisschen mehr Platz für den Loot. Hat ja vielleicht gut funktioniert, war Keller und so. Aber wie gesagt, muss ja hier ein bisschen mehr machen hier. Der Stuhl. Stuhl. Ich hab einen Stuhlgang. Ich hab keine Ausdauer. Du aber jetzt auch nicht. Ich hab doch gesagt, da ist ein Zeichen, dass die über uns rum zwirren. Uschi. Start schon mal den Motor. Sehen Viecher. So. Du nicht. Moment mal. Könnt ihr eigentlich so das ein bisschen da rinschmeißen? Er hat was, was ich brauche. Ja, zwei Stück. Der bringt uns unseren Garten schon Stücke weiter. Ey, noch mehr Kohle. Ist da was? Und dann lade ich alles in Uschi rein und dann machen wir die vierer Quest. Ja, dann buddel ich nämlich schon, muss ja eh die Decke noch ein bisschen umbauen. What can I get you? Muss ich ja noch machen. I just knew you'd find something you'd like. So, und dann kriegt nämlich auch vielleicht was da zum Essen. Es sollte ja nicht schwer sein. Mama, so eine Vierer-Quest. Das kriegen wir schon hin. So, da bin ich klar. Ich habe die Gabel schnell verkauft, die ich noch immer in meinem Inventar drin hatte, also. Immer. Immer noch. Jetzt kommt die alte Bodenratte. Wo bist du denn? Anschuss. Zwei. Ja, siehst du? Mit ein bisschen Geduld kommen sie von alleine runter. So, wir haben unser Ziel erreicht. Mitten in der Pampa steht ein einzelnes Haus und wird jetzt von uns aus geräubert. Ist genau mein Ding. Fink. Komm mal rüber. Mr. Fink. Mensch. Taub oder was? Flup. Ich habe jetzt gerade unterwegs so ein bisschen überlegt. Eigentlich müsste ich das hier ausnutzen. Mitten in der Pampa. Nahrungstechnischerweise Eier suchen. Ist Ostern oder was? Wenn du Eier suchen tust, wo findest du die am meisten? In der Pampa. So, haben wir. Gut, denn also lassen wir knacken. Ja, du kriegst gleich was. Geht mal davon aus. Siehst du, hab ich das nie gesagt? Oh mein Gott, er fängt an, hell zu sehen. Mach das Licht aus. So. Na, das ist ja mal scheiße. Ich will da nie. Aber ich glaube, ich muss. Das hilft aber nicht, ich will nicht. Aber ich muss. Und jetzt muss ich erstmal warten, bis das Tier fertig ist. Gut. Runter. Rumballern. Und sich wohlfühlen. Hier. Hier, warte mal. Ploppt mal weg. Da ist doch bestimmt einer. Gut. Da ist einer, aber ich sehe den nicht. Ist doch bloß eine Holztür, Karin. Das weißt du doch. Ui. 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 Habe ich jetzt also nicht kommen sehen. Also ich hab's kommen sehen, aber nicht so wirklich. Na gut. Haben wir das auch. Warum? Jetzt, mein Finger, der funktioniert vielleicht zu schnell. Gut, Holz. Ach, scheiße. Kommst mit. Ich brauche ja so oder so Kaffee. Wenn ich hier nie einschlafen soll. So. Kommen Sie mal bitte da raus. Sie sind umsingelt. Ach, weißt du was? Ich lasse knacken. Komm mal her. Komm her. Sieh nichts. Mach mal hier zu. Ja, ist doch gut. Nee, ganz machen wollte ich das nicht. Bin hier kein Klempner. So. Ich habe ja vor, Lampen zu bauen und so. Da brauche ich Material.
Es ist Rombi. Schon wieder. Komm mal her. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Muss um die Ecke. Genau. Und zack. Rinn in die Kopf. War nicht hier noch? Sollte nicht hier noch? Müsste hier nicht? Ich weiß es nicht. Hallo. Ich hab... So macht man das. Werden sie mal nie aufdringen, nicht? So. Hab ich das nie gesagt? So, jetzt hast du was zum Essen gekriegt. Jetzt lass uns in Ruhe. Nee, da kommt noch mehr. Was haben wir denn da? Schauen wir einfach mal nach. Dann wie ist das doch? Nee, was ist denn nun los? Ich bin da zu fett. Willst du mir das sagen? Echt. So. Na dann lass mal. Yay. Lasst mich hier raus. Es ist hier verrückt. Naja, gut. Okay, dann presse ich mich mal hier wieder durch. Bin ich puh. Also ich versuche es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich klopp mich durch. Hab ich denn? Nee, ich hab die ja komplett ausgeleert zu Hause. War sehr, sehr clever. Von mir. Bist du verwirrt? Ich bin hier unten. Komm runter. Hier ist es unten angenehm. Schön kühl. Im Gegensatz bei mir gerade draußen. Ich wollte gerade sagen, da sind die Füße 31 Grad, aber das stimmt nicht. Das sind 31 Grad. Aber das ist ein anderes Ding. So clean machen. Dreht er sich da im Kreis oder was? Er ist verwirrt. Hallo? Ja, ja, ja. In die Kopf. So, was hast du für... Zeig denn da? Nee, nee. Bin ich echt überlegt, ob ich das jetzt mitnehme. Da haben wir demnächst auch ein Defizit. Also Steine. Also können wir uns eine Knarre draus bauen. Aber ich sag mal so. Klee. Da ist Nachholbedarf. Langsam. Aber bloß langsam. Ja. So, eine Tür. Knaufenderweise. Hä? Wir machen die Schafe mit. So, Jungs. Da ist ein Viral. Viralig unterwegs. Oh, oh. Nein. Keine Munition. Hab ich doch gesagt. Oh, oh. Schadenstechnischerweise. Arsch. Da kommt der um die Ecke gepest. Na hallo? Ich hab doch alle Tier zu Hause Inventar extra leer gemacht. Ganz gut, dass ich hier auf alles verzichte. Bandagen müssen helfen. Was ist denn hier los? Bleiben Sie mal ganz ruhig. Musst du kotzen oder was? Hört sich ja schlimm an. Wollte gerade sagen, niemals zum Arzt, aber ich glaube, da ist es schon ein bisschen zu spät. So, das war hier alles. Nee, nee, ganz. Nicht ganz. So. Was haben wir hier? Munition. Für die falsche Knifte. Naja, gut, das ist besser als gar nichts. Naja, du hast Hunger, wir haben es mitbekommen. Geht's ein Blümchen oder was? Das so machen. Macht mehr Sinn. Achso, der ist da. Ich muss erst hier gucken, Junge. Schwere Entscheidung, Mensch. Aber schön. Oh, ich muss jetzt. Jetzt muss ich unbedingt durch. Der hat was hier droppt. Und solange der nicht lutscht, ist der Drops. Und Rest.
Ist auch weg. Es gibt keinen Schutz mehr zwischen uns. So, jetzt ist... Ach, was will ich denn immer mit der? Immer dasselbe. Das ist so ein Zeichen des Wahnsinns. Hat er mal gesagt. Dasselbe tun und andere Ergebnisse erhoffen. Hm, das habe ich mir gedacht. Und wie kann ich da ein, zwei Stück gemacht? Gut, das war Ecke. Weil ich habe gedacht, jetzt kommt eh noch eine Ecke gepäst. Hallo. Gut. Ganz sicher, hier ist keiner drin. Also wenn jetzt einer um die Ecke pierst kommen würde, würde ich dumm dastehen. Also, ich wollte gerade den Raum nochmal looten. Es ist eine schöne Idee, aber es funktioniert so nicht, Karbin. Es funktioniert so nicht. So. Brauchen sie doch eh nicht mehr. Da war nichts drin, ne? Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich's doch gesagt. Die sind aber grün. Nehmen wir ein Stück Abstand. Gut dazu. Also. Die Munition neigt sich gerade dem Ende hinzu. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich... Hä? Dass ich die Munition komplett zu Hause liegen lassen habe? Ich wollte ja eigentlich noch ja keine Quest machen. Ich gebe zu, es war sehr, sehr clever von mir. Verdammt. Ja, gut. Gut, ich durfte jetzt auch ja nicht mehr raus. War. Vitamine habe ich auch nicht mehr bei Ihnen. Das lüft ja mal, Villa. Ach, Mensch. Warum mache ich sowas? Wenn ich sage, ich will das machen, dann mache ich Villa das andere. Ist doch Villa. Krieg mir doch wieder selbst im Weg. Und was kriegen Holzknüppel als Belohnung oder was? Toll. Ihr Pferdeding. Ich erstmal essen. So. Wenn ich den jetzt. Mit drin schmeiße. Hab ich den jetzt aufgewertet? Gibt es jetzt dafür auch Kohle? Nö. Der ist immer noch genauso wenig wert wie vorher. Ich hab jetzt gedacht, dass man den dann vielleicht doch noch ein bisschen upgraden kann. Gut, ich hab Bolzen. Kann ich so ein, zwei Zombies so auseinandernehmen? Bevor sie mich entdecken. Sollte vielleicht funktionieren. Als ob ich die vorher entdecke. Könnte schwierig werden, da oben. Ah ja, könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Oh, da ist doch auch auf jeden Fall, da war doch auch einer. Aber nee, der Schneezombie ist ja schon um Necki pest. Gut, da ist denn doch keiner mehr drin, würde ich mal so sagen. Gut, was haben wir hier drin? Essen? Ja, danke. Die Firma dankt. Und zwirbelt sich gleich mal hinter. So. Knochen brauche ich jetzt nicht. Wenn ich sterbe, habe ich genug Knochen. Von mich. Von mir. Mich und mir verwechselt nicht. Kommt bei mir nicht vor. Oder so. Brauche ich nicht. Nein, da ist doch eine Tasche. Wenn ich Glück habe, ist da Munition drin. Na gut, ich müsste ja eigentlich bloß ein bisschen von außen an die Kisten ran, dass ich die Munition snacken kann und dann baller ich sie von hinten ab. Genau. Mal kicken, ob das funktioniert. Ich bezweifle das, aber es könnte funktionieren. Eine geringe Möglichkeit besteht. Dann sollte ich aber trotzdem mal nachhören. So. Heißt, ich muss irgendwie die Sache von draußen
Gut, ich weiß, also abgelenkt, also heizungstechnischerweise habe ich jetzt nicht nachgeschaut bei den Rest. Aber es ist nicht so schlimm. Unsere Aufgabe ist es, erstmal hier zu überleben. Also, der Versuch. Oh. Naja, gut, eine Schutz in die Sicht halten kann auch Probleme lösen. Manchmal. Nichts, hier oben nichts, auch nicht. Eine Tasche. Mit ein Knochenmesser. Das ist genau das, was wir brauchen. Knochenmesser. Also jetzt schaffen wir es hundertprozentig hier durch. Das Knochenmesser. Willst du uns verarschen? Ich brauche Munition und kein Knochenmesser. Mann. Vor allen Dingen, wir sind ja auch nicht gerade leise hier. Was Ballermann an nie tut. So, bloß eine Frage der Zeit, bis die Verrückte da ist. Und sagt, hallo, Ibims. Könnten Sie mal bitte damit aufhören, hier alle kaputt zu machen? Nee. So. Eine Tasche. Clean machen. So, gut. Den nehmen wir mal gleich weg. Und den letzten. Hat nochmal zum Schluss einen Flug bekommen. Gratis. So. Tod ist tot. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Schön ist, ich nehme auch die ganzen Türen auseinander, ne? So. Wir werden kein Problem haben, nach mir hochzukommen. Lassen Sie uns mal hier. Oh, da ist eine Tasche. Nee, ist Müll. Aber ist egal. Es ist Sand. Also, ich habe so wirklich das Gefühl, also Munition wird bis oben, also bis wir die ganzen Zombies oben erledigt haben, oder die haben uns erledigt, ins von B. Ach, aber hey, Moment mal, da war doch was. Gut, ob das was jetzt bringen wird, aber erstmal haben. Wir sind auf der Haben-Seite. Einer eine Tür kaputt? Was für eine Frechheit. Das ist mein Job. Wenn einer was kaputt machen tut, bin ich nicht. Achso, die Knifte habe ich gar nicht. Da war ja was. Also habe ich schon, aber in Munition. Stirb leiser da unten. Du Untoter. Deine Kumpels sind auch leiser. Also na, den Tod. Ach, da unten ist er. Warte, Junge. Mein Junge. Saubere Arbeit. Pipiwasser, also. Mal hier. Der nächste schon da. Ey, Sand. Genau das, was ich haben will. Wo ist denn der nächste? Der ist draußen. Sie ist draußen. So. Wir sind jetzt da hoch. Nee, da hinten, ne? Als Ditter. Durchbrechenderweise. Naja. Gut. Hier ist nie was drinne. So, nachladen. Gut. Och Mann. Oh, mach mal eins hin. Ah, gut.
Dann wollen wir mal, wa? Wo macht man das? Achso. Ich hab... Hä, hier ist er... Wo ist denn jetzt der Punkt hin? Da fehlt doch noch was. Ich hab den gefunden, der gefehlt hat. Oder sie. Und wie gesagt, zieht hier noch eine Person, die bald auftauchen wird. Schreienderweise. Mhm. Oh. Ja, ich hab sie gesehen. Korrigiert mal schnell. Ach nee, ich hab doch die Munition. So, da bin ich, Obella. Ich bin dumm. Ich hab die Munition nie gesehen. Ich hab die doch mit eingesteckt. Idiot, Alter. Na gut. Ich meinte, ich wollte eigentlich bloß die Munition sparen und das für euch ein bisschen spannender machen. Hat funktioniert? Gut. Die jetzt nicht kommen? Die rote Munition ja nie gesehen. Naja, gut. Dadurch habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr. Das hat funktioniert. Falsche Seite, du Idiot. Gut. Nie so schlimm. Wo sind sie da? Klub, ja. Wie doch gesagt, die ist für irgendwas gut. So, alles ja kein Problem. Seht ihr, das war genauso geplant. Dass ich dann oben die ganze gute Munition wieder rinprasse. Verprasse. Danke für das Level. Werde ich gut nutzen können. Ui, Jung. Ach so, kannst du ja nicht schließen. Ah, das ist ja was. Da ist eine Tasche. Mann, 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 Mann. So. Gut, der Zedino und dann haben wir es eigentlich geschafft. Gut, andersrum hätte ich die ganze Munition verprasst. So, die sind ja oben. Stimmt ja, die habe ich ja schon weggeballert. Das ist fake, ist das da? Dahinter was versteckt? Da wenn jetzt ein Zombie drin gewesen wäre. Es müssten eigentlich bloß noch zwei Zombies oder so sein. Nee, drei, ne? Plus, minus. Aber alle schon gelesen. So, gut, aber Knöpfchen habe ich. Sind alle oben. Die reagieren aber so noch nicht. Muss ich erst wegmachen und dann muss mindestens einen wegmachen. Einer muss gehen. Und Türen schließen. Und der Piraten. Na? Keine Lust oder was? Ich bin hier unten. Kommen Sie runter. Der eine Punkt. Was macht denn der? Es ist Rombo. Ich hab jetzt... Was ist mit denen los? Der braucht ja so lange. Jetzt weiß ich auch wieso. Ach so, jetzt kommen sie. Ich hab mich gewundert. Die sind ganz schön wenig. Jetzt kommen sie erst. Ja, die brauchten ihre Zeit. Die wollen aber auch nicht sich 2 Meter bewegen, ne? Haben sie keine Lust. Ach so, weil sie dahinter sind. Gut, macht alt. Macht Sinn. Das macht ungemein Sinn. Ja, ja. Seht ihr? So spart man Munition. Tut mir sorry. Gut. Und Madame ist noch ja nicht da.
Keiner weiß. Habe ich nie gesagt, das ist eine Frage der Zeit? Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. So, ich schicke mir jetzt das ganze Essen, die ganze Dose hinter mir. Ja, vielleicht finden wir hier noch was. Nahrhaft da drinne. Ja, das war ein reiner Karbin mit der Munition. Das, ja, gut. Da kannst du auch nicht schön reden. Aber ihr wusst, auf was ihr euch eingelassen habt. Jedenfalls die meisten. So. Gut, dann mache ich mal hier auf und mal schauen, was wir als Belohnung kriegen. Für die Munitionssparerei. Vitamine wären ganz gut. Mhm. Und? Ich da nicht. Omnibus. So wie gesagt, Papier muss ich mitnehmen. Daraus könnte ich ja Bandagen machen. Trinken brauche ich ja gar nicht. Den Stoff brauche ich aber auch nicht. Durchlesen. Mache ich clean. Scheiß drauf. Habe ich ein bisschen Verlust, aber so ist es nun mal. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Sag mal. Nee, habe ich schon drinne. Habe ich da schon? Ja, habe ich. Dann da schon? Ja, habe ich. Dann da schon? Nee, aber da ist schon alles voll. Ja, da ich auch. Nee, die Pilze schmeiß ich nicht weg. Dann schmeiß ich lieber das weg. So, alles fertig. Muss ein paar Federn lassen, aber sonst habe ich alles drin. So, wenn ich das ausnehme. Nee, das gibt ja bloß Komponenten, ne? Eisen und Electrical Parts. Mit 27 Stück. Na gut, ich habe jetzt aber auch nicht drauf geachtet, wie viel ich schon in der Tasche hatte. Aber es sind 23 Stück. Das ist ja nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich das clean gemacht. Jetzt habe ich aber... Ach, mal kurz so. Jetzt habe ich die Knäufchen clean gemacht. Moment mal, kann ich da abbrechen? Siehst du? Ich habe doch noch hier eine Tür. Ich habe dich nie vergessen. Aber beinahe. Hier? Aha. Nee, da oben ist noch eine Kiste. Mit einer Dose. Eine leere. Yay. Das ist mir aber eine leere. Aber keine Vitamine oder sonst irgendwas, wa? Schon? So ein bisschen scheiße. Gut, den Holzknüppel. Warum halt den? Ich hab die ganze Zeit diesen Holzknüppel in der Hand. Im Inventar. Naja, gut. So, Tür. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du mit. So, und du kommst oben mit. Ja, siehst du. Bin noch vergessen. Schnell nochmal zurück. Waren hier oben noch welche? Sieht das Eisen, ne? Yep. Das ist eine Eisenlampe. Das ist auch eine Eisenlampe. Nee, hier oben gibt es sowas nicht. Nee. Moment. Was? Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Die ist draußen. Die doofe Kuh. Ich hab das übersehen. Ja, ja, ich weiß, ihr seid aufgeregt. So, jetzt hat sie geschrien. Na toll. Ich glaub, das wird jetzt zur Zeit zum Verschwinden. Habe ich die Post gelesen? Nö, habe ich nicht, aber mache ich gleich.
Hat sich nie gelohnt. Uschi? Achso, du bist auf der anderen Seite. nee, jetzt sind sie Zufälle. Nee, das ist, too much. Oh, Alter. Ich sehe da die Traube, die an die Rand kommt. Lassen Sie uns in Ruhe. Kennen Sie doch gar nicht. Jetzt aber weg. Die sind hier ganz schön aggressiv. Ich weiß ja nicht, wieso. Das ist doch ja eine Idee in Ihr Haus. So, da sind wir auch wieder. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ich habe jetzt gerade unterwegs überlegt, wie wir mit den Strom machen und den Keller. Also rein theoretisch wäre ja am besten elektrisch. Das Problem ist, wie gesagt, die bietet ja nur ja keine Solarpanels an. Obwohl ich das im Kopf hatte, dass sie letztes Mal welche angeboten hat. Oder war das Gen 2? Ich glaube, wir müssten also nächstes Mal wirklich die Kohle in die Hand nehmen und dann mal die Händler abklappern. Und den Gang muss ich, wie gesagt, da muss ich das Licht dran machen. Benziner wäre nicht so gut. Na gut, ich müsste der eigentlich bloß an- und ausschalten, wenn ich da durchlaufe oder so. Aber wer denkt denn daran? Nee, halt mal so rum. Da denkt doch kein Mensch dran, ne? Das wird angelassen, bis alles leer gebrannt ist. Ist doch so. Ja, gut. 21 und... Ja, gut, passt. Das wird schon wieder... Das, was wir reingepresst haben, Munition, haben wir raus. If you were... Wow, I didn't think you had it in you. Good Keine job. Munition? Nicht ein einziger Puderatze Munition? Ja, du bist ja eine. Na ja, gut. Nicht gut. Aber willst du machen? Dann verkaufe ich das mal. Das kommt bei mir in der Kiste drin. Ich würde mal sagen, ich werde das jetzt halt nach Hause bringen. Schon mal rinschmeißen in den Ofen. Und über Nacht werde ich da den Gang ein bisschen umbauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann kicken wir mal Händler technischerweise. Vielleicht ist ja da auch noch ein bisschen Munition drin und so. Und dann können wir nämlich bei jedem Händler eine Quest annehmen. Was ich auch gleich hier machen sollte. Ich glaube, das mache ich mal. Dann nehmen wir bei Ihnen eine 4er-Quest oder so an. Dann haben wir hier noch zu tun. Haben wir jetzt ein bisschen Munition gespart. Oh, die erste Quest ist am Start. Ich bin schon lange aus der Tür raus und die quatscht weiter. Gut, okay. Also, bis morgen. Ich bin raus. Tschüss.